Liebe Schülerinnen und Schüler, ich begrüße euch ganz herzlich zum Schuljahr 2021 an unserer wunderschönen Gyöngyölü Audi Iskola, Audi Hungaria Schule, und ich bin sehr froh, euch alle gesund und munter live und in Farbe wiederzusehen. Wir alle gemeinsam haben ein besonderes Schuljahr hinter uns. Ein Schuljahr, das wir mit einem großen Erfolg begonnen haben. Wir wurden exzellente deutsche Auslandsschule. Ein Schuljahr, das wir mit viel Energie weiterführten und in dem wir intensiv gemeinsam gearbeitet haben, aber auch schöne Feiern gestaltet haben und in dem ich eine Vorstellung eurer vielfältigen und vielseitigen Talente bekam. Ja, und dann kam eine Situation, die sich vermutlich niemand jemals so hätte vorstellen können. Niemand konnte den Umfang der Krise erahnen, als wir am 16. März 2020 auf Fernunterricht umschalten mussten. Ihr alle musstet der Schule fernbleiben. Wir durften uns nicht mehr treffen, konnten uns nicht mehr in der Schule mit einem fröhlichen guten Tag persönlich begrüßen. Keine Schülerinnen und Schüler mehr in den Gängen. Niemand, der seufzte: Oh je, ich muss zur Schulleiterin ins Büro. Ich habe Wäscheboy. Wir kommunizierten nur noch digital. Anfangs schrieb mein Computer, wenn ich eine Information zum Thema Corona verschicken wollte, immer automatisch meinen Vornamen, Corinna. Inzwischen kennt der PC meinen Namen nicht mehr und will aus jedem Corinna automatisch ein Corona machen. Aber fast jede schwierige Situation hat auch einen positiven Aspekt. Bei uns an der Audi Hungaria Schule wurde das digitale Lernen ganz schnell und sehr erfolgreich eingeführt. Unsere Moodle-Plattform wurde ein voller Erfolg und soll auch in Zukunft fester Bestandteil unseres schulischen Lebens bleiben. An dieser Stelle möchte ich nochmals allen Mitgliedern unserer Schulgemeinde danken für Ihren unglaublichen Einsatz bei der Gestaltung des E-Learning. Dank an euch, liebe Schülerinnen und Schüler, denn ihr habt sehr fleißig, also jedenfalls meistens, und mit Geduld die Aufgaben bearbeitet, mit denen ihr zum Teil wirklich in rauen Mengen überschüttet wurdet und bei denen euch oftmals auch wirklich keiner helfen konnte. Dank auch den Erzieherinnen des Kindergartens, die so viele Videos und Bastelanleitungen produzierten und online stellten, damit auch die Jüngsten unserer Schulgemeinde Anregungen bekommen und uns nicht vergessen. Und Dank an alle Lehrkräfte, von denen seit dieser Zeit wirklich niemand mehr als Technikmuffel bezeichnet werden kann, die sich um euch gesorgt haben, Videos drehten, Online-Spiele ausprobierten und die euch oft auf virtuellem Weg entgegengekommen sind. Aber auch euren Eltern und Familien gebührt Dank, denn sie haben euch unterstützt und die vielleicht manchmal undankbare Aufgabe übernommen, euch ein bisschen vor den PC zu schubsen, wenn ihr selbst mal keine Lust hattet. Es kam aber bestimmt so gut wie nie vor. Letzten Endes möchte ich auch dem Schulträger danken, der für alles, was wir während des digitalen Lernens brauchten, umgehend die Mittel zur Verfügung stellte. Jetzt beginnt ein neues Schuljahr. Und auch dieses aktuelle Schuljahr 2021 beginnt unter anderen Vorzeichen und Bedingungen als die letzten Schuljahre. Wir können uns wieder in unserer schönen Schule zum Präsenzunterricht versammeln, aber wir müssen alle viele Regeln und Vorsichtsmaßnahmen beachten, um zu verhindern, dass eine Corona-Infektion den gesamten Schulbetrieb lahmlegt. Eure Lehrerinnen und Lehrer werden mit euch ausführlich darüber sprechen, was wir hier alle gemeinsam tun können und müssen, um uns selbst und die ganze Schulgemeinde vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Um es ganz kurz zu sagen, was wir hier brauchen, ist der sogenannte Aha-Effekt. Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Bitte haltet Abstand zu den Menschen um euch herum. Wascht und desinfiziert euch sehr oft die Hände und tragt vor allen Dingen bitte eure Maske.
wenn ihr euch in den Gängen der Schule bewegt. Auch die Lehrkräfte werden das tun. Vielleicht müssen wir uns anfangs immer gegenseitig daran erinnern, aber wir dürfen dabei nicht nachlässig werden. Und denkt bitte daran, dass die Masken nicht zum Schutz eures Kinns oder der Stirn gedacht sind, sondern wirklich Mund und Nase bedecken müssen. Die ganze Schulgemeinde hat bereits gezeigt, dass wir gemeinsam Besonderes gestalten können, auch in schweren Zeiten. Aber dieses neue Schuljahr, liebe Schülerinnen und Schüler, ist vor allem eine Situation, in der ihr noch mehr als sonst zeigen könnt, was in euch steckt. Ihr könnt euch gegenseitig helfen, aber auch euren Eltern und euren Familien. Ich weiß, dass wir uns auf eine großartige Audi Hungaria Schulfamilie verlassen können. Mit Stolz und Freude begehen wir ein Jubiläum, denn die Audi Hungaria Schule ist 10 Jahre alt geworden. Jede und jeder von uns kann und wird beweisen, dass wir auch dieses besondere Schuljahr gemeinsam erfolgreich gestalten werden. Dabei wünsche ich euch und uns allen eine gute Zeit. Seid weiterhin so klug und fleißig wie bisher und vielleicht auch immer noch ein bisschen mehr. Habt Spaß und Freude und bleibt vor allem gesund. Herzliche Grüße, eure Schulleiterin Corinna Wäscher.